Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! 3 Jahre Abgasskandal, aus meiner Sicht, aus Sicht meiner Fraktion, waren dies 3 verlorene Jahre. 3 verlorene Jahre für die Luftreinhaltung, für die betrogenen Verbraucherinnen und Verbraucher und letztendlich auch 3 verlorene Jahre für die Autoindustrie. Bei der Aufklärung und Aufarbeitung des Abgasskandals hat unsere Bundesregierung und ihre Vorgängerin vollständig versagt. Erinnern wir uns, zunächst wollten uns Autoindustrie und Bundesregierung weismachen, es handele sich nur um ein Problem von VW. Mittlerweile wissen wir, Abschalteinrichtungen wurden unter anderem von VW, BMW, Daimler, Fiat, Renault, Peugeot und anderen verwendet. Das heißt, der betrügerische Ansatz von Abschalteinrichtungen betrifft die gesamte Autoindustrie. Und es kann doch nicht sein, dass sich die Autoindustrie in einem Kartell zusammensetzt und beschließt, wir halten uns nicht an die Umweltgesetze. Wir verwenden einfach alle zusammen einen zu kleinen AdBlue-Tank und regeln die Abgasreinigung runter. Was hat die Bundesregierung bisher unternommen, damit sich so etwas nicht wiederholt? Doch fast nichts. Aber auch in diesem zentralen Bereich der deutschen Wirtschaft müssen rechtsstaatliche Verhältnisse gelten. Für die notwendigen Auseinandersetzungen mit der Autoindustrie fehlt Ihnen, Herr Scheuer, offenbar der Mut. Die Aufarbeitung eines solchen Skandals erfordert Distanz von den Betrügern. Als Buddy der Autokonzerne kann man die notwendigen Maßnahmen nicht treffen. Für Gegenmaßnahmen bekommt man selten Zustimmung der Täter. Durch eine kleine Anfrage von uns kam erst kürzlich noch ans Licht, dass das Verkehrsministerium von Seiten der deutschen Autoindustrie weiterhin belogen wird. Was ist das denn für ein Neuanfang? Weiterhin erzählt die Autoindustrie bei der Zulassung, sie würden keine Abschalteinrichtungen einsetzen. Das Kraftfahrtbundesamt muss dann den Einsatz mühselig nachweisen, was inzwischen immerhin einigermaßen gelingt. Aber das kann doch so nicht bleiben. Konsequenzen von Seiten der Regierung, Fehlanzeige. Stattdessen haben Sie, Herr Minister Scheuer, zunächst allein auf die Billiglösung Software-Updates gesetzt, aber nur, um der Autoindustrie Kosten zu sparen. Messungen der Deutschen Umwelthilfe und auch der Europäischen Kommission zeigen, dass die Software-Updates bei weitem nicht bringen, was sie versprechen. Das heißt weiterhin Tote und Erkrankte durch Stickoxide. Die betroffenen Kundinnen und Kunden beklagen sich zu Recht über Wertverlust und drohende Fahrverbote. Letzten Endes hat sich das Verkehrsministerium hier in eine Sackgasse manövriert, die ihm noch teuer zu stehen kommen wird. Was jetzt ein mögliches Programm zur Nachrüstung der Dieselautos angeht, kann ich Sie wirklich nur davor warnen, die betrogenen Autofahrerinnen und Autofahrer erneut zur Kasse zu bitten. Ich kann Sie nur davor warnen, wieder etwas vorzulegen, was dem Gerechtigkeitsempfinden der Mehrheit der Bevölkerung zu Recht widerspricht. Wir bleiben dabei, Sie haben eine gesetzliche Grundlage, die Hersteller auf eigene Kosten zu einer technischen Nachrüstung zumindest der Euro 5 und 6 Fahrzeuge zu verpflichten. Aber eines möchte ich unbedingt noch betonen. Es geht uns nicht nur darum, Fahrverbote für die betrogenen Dieselkunden zu verhindern. Es geht zentral darum, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Es geht darum, dass menschliches Leid durch Asthma und schwere Krankheiten zu verhindern sind. Das geht aber nur, wenn bestehende Grenzwerte auch eingehalten werden. Letztendlich werden wir die Luft nur sauberer bekommen auf Dauer, und da schließe ich mit den Grünen an, wenn wir in den Städten weniger Autoverkehr haben. Wir brauchen eine andere Mobilität mit weniger motorisiertem Verkehr. Wenn wir es in Deutschland nicht schaffen, die Lösung für einen Verkehr jenseits des Verbrennungsmotors zu entwickeln, dann werden es andere machen. Die Bilanz der Bundesregierung nach 3 Jahren Dieselskandal ist verheerend. Die Probleme sind nicht gelöst, viel Vertrauen ist verloren gegangen. Durch fehlende Anstöße zur Innovation verspielen Sie die Zukunft der Autoindustrie und vor allem der Arbeitsplätze. Vielen Dank, Frau Kollegin Remmers. Als Nächster spricht zu uns der Kollege Oliver Grundmann.